Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel. Ich bin der Mangu und heute möchte ich euch hier aus meiner Crib, aus meinem Büro, aus meinem Studio zeigen, wie man in Lightroom bessere Fotos macht. Wer das Programm nicht kennt, googelt es. Geiles Programm. Es gibt, glaube ich, einen Probemonat. Checkt es aus. Es ist wirklich absolut genial. Und wenn ihr es euch irgendwie besorgen könnt, besorgt es euch. Es ist wirklich ein gutes Programm. Ich nutze es schon seit Jahren und bin mega zufrieden. Wir waren jetzt vor kurzem ein paar Fotos shooten und ich möchte euch zeigen, und ich glaube, ihr habt gerade im Hintergrund die Fiona gesehen. Ich möchte euch zeigen, wie ich diese bearbeite anhand eines Bildes. Okay? Dazu erstmal ein paar Vor- und Nachher-Bilder. Let's go! So, wir sind jetzt bei Lightroom. Das ist das Bild, was ich jetzt ausgesucht habe für uns zum Bearbeiten. Und das Erste, was wir machen, ist natürlich hier auf das Entwickeln-Fenster gehen. Ich gehe davon aus, ihr kennt euch schon so ein bisschen mit Lightroom aus, weil wie gesagt, es geht hier um die 5 Tipps, wie man das meiste aus seinen Bildern rausholen kann. Beginnen tun wir erstmal mit Tipp Nummer 1, das richtige Ausrichten. Also, ausrichten tue ich natürlich mit dem Ausrichten-Werkzeug. Was ich als Erstes immer gerne mache, ist, ich gucke, dass der Horizont gerade ist. Man sieht hier auf dem Bild schon, der Boden, das spitzt sich so leicht zu, ist also leicht gewölbt. Ich orientiere mich hier am besten an einer Linie. So, wie man das jetzt genau macht, ist, man drückt den Knopf Steuerung, dann kommt dieses Lineal und man kann jetzt mit der Maustaste, mit der linken, einfach klicken an einem Punkt und einmal ziehen. Und dann könnt ihr euch jetzt im Prinzip an dieser Linie orientieren. Gleich können wir natürlich auch machen, indem wir jetzt von oben nach unten arbeiten. Das heißt, wir machen einfach diese Linie hier. Und dann hätten wir das an dieser Linie hier orientiert. Und ihr seht schon, das funktioniert aber nicht so richtig. So, ich gucke, dass hier natürlich hier und hier gleich viel Platz ist. Und schaue, dass die Linie hier in der Mitte ist. Einfach für die perfekte Symmetrie. So, dann als Nächstes, was ich immer verwende, ist, was das Seitenverhältnis angeht für Instagram. Um da auch das meiste rauszuholen, 4 zu 5 oder 8 zu 10. Damit könnt ihr quasi auf dem Handy den gesamten Instagram-Screen ausfüllen. Punkt 2 ist das Color Grading, beziehungsweise erstmal die grundlegende Farbgebung. Und dazu nutze ich gerne meine Manguichi Presets, die ich jetzt schon seit längerem nutze. Und was ich jetzt eigentlich ganz einfach mache, ist, ich gucke mir die jetzt an. Ich gehe da so ein paar Mal drüber und gucke mal, welches mir am besten gefällt. Und auch hier, wie gesagt, nur die Farbgebung. Also ihr müsst ein bisschen ein Gespür dafür bekommen. Das soll jetzt nicht das finale Bild sein, sondern es geht wirklich hier nur um die Farbgebung. Und was mir jetzt hier am besten gefällt, ist tatsächlich die 1 oder die 2. Mir persönlich würde ich sagen, gefällt die 1 am besten, weil hier dieses Gelb von der Sonne noch ein bisschen mehr heraussticht als bei der 2. Das geht in der 2 ein bisschen verloren, ihr seht es hier. Finde ich deutlich schöner, ist ein wärmeres Bild, geileres Feeling, gefällt mir sehr gut. So, und das benutze ich als Color-Basis. Und was wir jetzt machen, ist, wir korrigieren so ein bisschen die Belichtung. Heißt, ihr seht ja jetzt hier schon, es ist sehr, sehr dunkel im Bild. Ne? Also das Bike ist viel zu dunkel und generell ist alles ein bisschen zu dunkel. Und hier die hellen Stellen sind eigentlich auch viel zu hell. Deswegen steuern wir da so ein bisschen gegen, ziehen die Lichter noch ein bisschen runter, sodass wir hier noch ein bisschen mehr Informationen bekommen, ein bisschen mehr Details. Also es wird hier jetzt noch ein bisschen mehr gelblicher, könnte man sagen. Und ziehen die Tiefen hoch. Das bedeutet, dass das Dunkle jetzt heller wird. Ihr seht es auch schon. Sehr schön, super. Das reicht mir auch schon eigentlich. Und viel mehr brauchen wir erstmal nicht, weil es geht jetzt erstmal nur darum, das grundlegende Bild fertig zu bekommen. Wir werden gleich das Main Subject, also das Bike, nochmal so richtig zum Rausstechen bringen. Aber jetzt aktuell geht es nur um das Gesamtbild und das ist so schon mal super. Ich will es auch ein bisschen dunkler halten tatsächlich, weil am Ende das Bike dann nochmal, wenn wir es separat bearbeiten, richtig krass herausstechen wird. Und das ist das Geile. Das meiste ist auch schon durch mein Preset halt, wie gesagt, auch eingestellt. Also hier gerade die Radiationskurve und so ist alles schon fertig. Da könnt ihr natürlich auch ein bisschen tweaken, ein bisschen verbessern, wenn ihr denkt, das passt nicht so ganz. Aber für mich passt es jetzt erstmal und dann kommen wir auch schon zum dritten Step. Falls mein Preset mir nicht so ganz gefällt, dann korrigiere ich so ein paar Farben selektiv, also einzeln nochmal nach. Sprich, im Prinzip, wenn mir jetzt dieses Türkis hier nicht gefallen würde, was mir aber eigentlich sehr gut gefällt, könnte man es jetzt nochmal selektiv ändern und das geht hier bei den HSLs, also bei den HSL. Und ihr seht auch hier schon, durch Preset ist einiges schon eingestellt. Deswegen kann es sein, dass es bei euren Farben manchmal nicht passt, also kann man da nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Und zwar ist es so, ihr könnt entweder hier an diesem Pin drücken und bei Farbton den Farbton ändern. Heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf das Türkis gehe und draufklicke und jetzt hoch und runter ziehe, die Maus, seht ihr schon, ich kann mein Dekor eigentlich komplett ändern. Das gleiche könnt ihr auch mit der Sättigung machen, sprich, ihr könnt auch hier die Sättigung einfach umändern.
Und auch die Luminanz lässt sich ändern, also die Helligkeit von dieser Farbe. HSL, mega wichtig, wenn ihr wirklich ins Detail gehen wollt, was die Farben angeht. Im vierten Punkt geht es darum, die Schärfe korrekt nachzuziehen. Das macht ihr im Details-Fenster. Sucht ihr euch erstmal hier in diesem kleinen Schaufenster eine Stelle raus. Das könnt ihr auch hier mitmachen mit diesem Tool. Da könnt ihr gucken, wo ihr das machen wollt. Eine Stelle raus, wo ihr die Schärfe nachziehen wollt. Und am besten macht ihr es da, wo eine Kontur ist. Also ich gucke jetzt mal hier zum Beispiel da an der Ecke. Da haben wir jetzt diese Kante hier. Und ich möchte auch nur, dass diese Konturen quasi verschärft werden, also geschärft werden und nicht noch irgendwie andere Details. Bei mir im Preset ist ja schon eine 10 eingestellt. Ich mache es mal eben kurz sehr extrem, also 127. Dann seht ihr hier schon, das Bild fängt richtig stark an zu rauschen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass hier keine Maskierung ist. Bedeutet, das gesamte Bild wird einfach geschärft. Alles wird geschärft und das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es wirklich nur, die Konturen hier schön scharf zu ziehen. Und das machen wir, indem wir jetzt hier einfach Alt drücken und diesen Maskieren-Slider nehmen. Und dann seht ihr schon, alles was weiß ist, wird geschärft mit diesem Betrag hier von der Schärfe. Und wenn wir jetzt diese Maskierung nach rechts ziehen, dann seht ihr, dass das Programm die Konturen rausliest im Prinzip und dann nur noch diese nachschärft. Und jetzt könnt ihr quasi einstellen, was nachgeschärft werden soll. Und ich will eben nur, dass die Konturen nachgeschärft werden. Sprich, das. So, und das passt für mich. Das Rauschen verschwindet und alles ist super. Genau, aber das ist jetzt ja mega extrem. Deswegen bleibt das jetzt so, wie es ist. Und falls ihr nachschärft und das Rauschen immer noch vorhanden ist, könnt ihr mit der Rauschreduzierung dagegen arbeiten. Damit müsst ihr aber ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ihr davon auch zu viel einsetzt, dann wird das Bild richtig, richtig weich und so ein bisschen so ganz komisch. Also ich zeige euch das einmal, wenn ich mal extrem mache. Da, also seht ihr das? Das ist einfach, das sieht so ein bisschen verschwommener aus. Die Qualität geht so ein bisschen verloren und das gefällt mir natürlich nicht so gut. Okay, fünfter Step und das ist eigentlich der Step, der wirklich alles hier zum Explodieren bringt, weil das ist das Allergeilste. Und zwar ist das dieses Tool hier. Für mich ist das der Pinsel. Ihr klickt drauf, es öffnet sich dieses Fenster hier, damit könnt ihr verschiedene Einstellungen machen. Ihr könnt mit diesen Einstellungen hier könnt ihr den Pinsel einstellen, den seht ihr hier. Durch das Drehen des Mausrades könnt ihr es größer und kleiner machen. Und ich stelle mir den eben kurz so ein, wie es mir am besten passt. Diese Einstellung ist erstmal für den Pinsel. Okay, die Dichte kann ruhig auf 100. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Weil wir können nämlich im Nachhinein, das ist nämlich das Geile an diesem Tool, super, super viel noch ändern. Wir fangen an. Ich will jetzt, dass das Bike so ein bisschen mehr aus dem Bild rauspoppt. Dazu würde ich das im Prinzip ein bisschen heller machen, also die Belichtung höher machen, die Lichter höher machen, die Tiefen auf jeden Fall ein bisschen rausziehen, gerade hier am Motor und so. Da will ich auf jeden Fall, dass man da noch die Details sehen kann. Und das Weiß auch ein bisschen hochziehen. Die Sättigung lassen wir erstmal aus dem Spiel. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, drüber zu pinseln. Und dann sieht das nämlich folgendermaßen aus. Ich bin jetzt relativ grob drüber gegangen und ihr seht schon, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Das Bike sieht absolut geil aus. Verzeiht mir die paar Fehler, die jetzt hier drin sind. Wie gesagt, ich bin wirklich nur sehr schnell und grob drüber gegangen. Normalerweise mache ich das viel genauer, aber zum Zwecke des Tutorials sollte das eigentlich ausreichen. Ihr seht, was passiert, wenn ihr dieses Tool nutzt. Und jetzt ist das Geile auch noch, ihr könnt jetzt eben diesen Punkt, der jetzt hier gekommen ist, nutzen. Das ist eben die Markierung, die ihr gemacht habt. Ihr seht hier, was ich alles jetzt ausgemalt habe im Prinzip. Wenn ihr H drückt, entfernt ihr den Punkt. Also ihr versteckt ihn nur. Und wenn ihr den jetzt anklickt und angewählt habt, dann seht ihr hier die Einstellung, die ihr gemacht habt für das, was ihr markiert habt. Und das könnt ihr jetzt einfach im Nachhinein so ändern, wie ihr möchtet. Das heißt, ihr könntet theoretisch einfach erstmal anfangen zu malen mit extremen Einstellungen, damit ihr erstmal seht, was ihr alles gemalt habt. Und könnt dann im Nachhinein tweaken, also im Nachhinein gucken, wie möchte ich das jetzt genau haben. Und das ist einfach absolut der Hammer, so wie es euch passt. Und das alles im Nachhinein, im Vorhinein, eben wie es passt, das ist einfach nur genial. Was ich halt auch sehr, sehr gerne mache, ist natürlich nicht nur das. Ich gehe gerne noch ins Detail. Hier die Kette, die habe ich immer sehr gern so als gold und leuchtend und so. Und das machen wir auch ganz easy, indem wir jetzt hier einfach so ein bisschen hier die Farbtemperatur ins Gelbe gehen, die Belichtung so ein bisschen hoch machen, Tiefen und Lichter und Weiß alles hochziehen. Und dann nehmen wir uns wieder den Pinsel und fangen an, daran zu arbeiten. Und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis wird. So, ich hoffe, ihr seht den Unterschied. Also das ist wieder mal absolut geil. Auch hier bin ich wieder relativ grob drüber gegangen. Das muss man natürlich alles genauer machen. Aber ich wollte es eben schnell fertig haben. Ey, das ist doch mega geil, ne? Also, und das könnt ihr wirklich
an allen Stellen im Bild machen. Ihr könnt jetzt theoretisch auch noch hier sagen, ey, ich will, dass das hier vorne noch so ein bisschen dunkler wird, damit das einfach noch ein bisschen mehr Tiefe erzeugt. Und wenn ihr zum Beispiel auch sagt, boah, das, der Himmel, der braucht noch ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Farbe. Ja, ich sag mal, so entsteht eben das Bild. Also wie gesagt, ich habe hier natürlich sehr grob gearbeitet. Das ist jetzt alles nicht so nice. Ich hoffe, ihr habt alles wirklich verstanden, wie ich das mache und so. Und kommt mit den Tools klar. Wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Ich helfe euch gerne. Ich bin jetzt relativ schnell durchgegangen. Wie gesagt, das sind 5 Tipps für Leute, die sich schon etwas mit Lightroom auskennen. Von daher hoffe ich, ich konnte euch dabei helfen, geilere Bilder zu machen. Falls ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich mega freuen. Und gerne auch die Glocke aktivieren, teilt das Video, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Jungs und Mädels, euer Mangu. Ciao.